Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Das letzte gestrige Video endete mit den Provokationen von Farid Bang in Richtung von Mois. So, Mois hatte auf Telegram den absoluten Dreher gekriegt, weil er davon ausgeht, dass mittlerweile Kollege San Diego, Enisa, seine Brüder Farid Bang, die Illuminaten, Interpol, die Tschetschenen, die Klans dafür verantwortlich sind, dass seine Accounts auf Social Media gesperrt werden, somit man verhindert, dass wenn zum Beispiel ein Farid Bang in Richtung von Mois antwortet, dass Mois nicht zurückantwortet. Aber Mois ist ja nicht auf den Kopf gefallen und kam auf die brillante Idee, einen neuen Account aufzumachen und auf die Provokation von Farid zu antworten. Schauen wir gemeinsam rein. Danke, Mighty, falls du mich irgendwo auch sexuell erregend findest. Bro, ich glaube irgendwie, dass ihr das alle falsch versteht. Ein Alkoholiker sieht nicht aus wie ich. Ich trinke halt ab und zu Bier oder ein Aperol. Oder ich habe heute African Mama irgendwas getrunken mit Mango und so ein bisschen Alkohol. Weißt du, ich meine so. Aber ich verstecke das halt nicht wie ihr und sage, ich trinke nicht so. Ich trinke vielleicht im Monat 5 Mal, Bro. Weißt du, ich meine, aber es ist halt nichts versteckt. Ich bin genauso nackt hier so. Weißt du, ich meine, ich brauche kein T-Shirt. Ja, man muss halt überlegen, ne? Es ist halt immer so, ich sag immer so, ich glaube jetzt nicht, bevor dem Wandel hat höchstwahrscheinlich Mois noch nie Alkohol angerührt. Klar, wenn du das erste Mal Alkohol trinkst, die ersten paar Male, damit kommt der Körper relativ gut klar. Ne, das erste Jahr vielleicht, zweite Jahr, ja, dritte Jahr, ja. Und dann fängt das an. Ne? Wie mit Nikotin, wie mit teilweise auch Koffein. Und all solchen Sachen, ne, natürlich alles per Stufe, sagen wir mal so, Alkohol als erstes, dann Nikotin und dann Koffein, dass dann der Körper langsam zeigt, dass er davon Schaden nimmt. Ne? Also, wie gesagt, Alkohol und Sport ist eigentlich nicht kompatibel, außer man hat es wirklich im Griff und man trinkt wirklich nur in Maßen. Ihr Nachhol, Alter. Kauf du T-Shirt. Weil, guck mal, ist der Körper von Mois ästhetisch? Ja. Ist er definiert? Ja. Aber ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, daraus kann man so viel mehr machen, ne? Wenn er jetzt den Alkohol zur Seite lassen würde und das Weed zur Seite lassen würde und sich mehr wieder auf seine Gesundheit konzentrieren würde, gute Supplements nehmen würde, am besten von SEC Plus, ne? Die haben einige gute Supplements, oder auch seine Ernährung wieder ein bisschen mehr konzentrierter macht, dann könnte er diese Definition halten und mehr Volumen in den Körper packen. Und das wäre dann richtig ein Look. Weiter. Goku, obwohl er der Stärkste ist, in Kindform. Weil ein Kind. Ein Stärkster vom Kindform. Warte mal, ich muss mal belegen. Das Problem ist, das Goku-Tattoo ist sehr gut gestochen. Ne? Ich mag die Details. Sieht auch halt einfach komplett aus wie Kid Goku. Trägt die Welt oder die Lebensart von Mois. Aber ich weiß halt nicht, wenn es jetzt trocken aussieht und es nimmt dieselbe Farbe an wie das obere Tattoo, dann sieht es cool aus. Wenn es aber so wenn der Qualitätsunterschied halt einfach so extrem ist, dann nicht. Aber an sich das Goku-Tattoo, würde ich wieder sagen, ist top. Manifestiert am stärksten. Es weiß nicht, welches. Du weißt nicht, welches Spielzeug eigentlich es will, aber es kriegt genau dieses, welches es will, aus dem Schaufenster, weil es am stärksten manifestiert. Und du bist nur manifestieren in dein Ohr. Was für ein geiler Kommentar, Bro. Auf TT steht der Tätowierer, hat dich an Farid verkauft und jetzt hat dein Laptop. Das ist ein richtig geiler Kommentar. Das Tattoo ist noch geiler. Wo ist eigentlich mein Laptop? Ich hab den doch gar nicht hier mit. Ich hab den gar nicht mitgenommen. Aaron Mirror. Also, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Wow. Aber das Video ist seit 9 Stunden schon online. Oh mein Gott, ist das geil. Auf Rumble, hier. Und auf Telegram.
Danach bin ich K.O. gegangen, weil ich zu müde war und von ca. 400 Polizisten gesucht wurde, nur weil ich sagen wollte, dass meine Kinder in Gefahr sind und was geht hier ab, Bro? Und ja, alle meine Accounts wurden gelöscht. Ich habe in diesem Video gesagt, was ich sagen kann, alles andere leite ich rechtliche Schritte ein und kämpfe für meine Kinder. Ich darf wohl darüber nicht mehr so reden, ich mache jetzt... Lieber Herr Bösemann, ich weiß nicht, wie lange meine Accounts noch bestehen bleiben werden, aber ich würde gerne in Ihren Label signen und irgendwie ein Co-Chef dort werden und ich bin der Kass... Ja, aber ich sag euch ehrlich, das ist schon ein bisschen traurig, ne? Von 9 Millionen Abonnenten, vor circa 3 Wochen oder 4 Wochen hatte Mois 9 Millionen Abonnenten und hätte nicht mal im Traum daran gedacht, beim Bösemann zu signen. 3 Wochen später, minus 9 Millionen Abonnenten, muss jetzt Mois Bösemann fragen, ob dieser ihn bei seinem Label signed. Ich glaube nicht, dass vor circa 3 Wochen Mois großartig begeistert von der Idee gewesen wäre, dass seine jetzige Version bei Bösemann unter seinem Musiklabel landet. Das ist so, wie ich das sehe. Künstler, der in Europa je gelebt hat und mein Song hat in 4 Tagen 500.000 Streams gemacht. Darf ich bei Ihnen signen und würden Sie zu mir in die Stadt hier kommen und wir machen den lustigsten Content, den es gibt, wo wir auf Ihre Köpfe pinnen. Das wäre sehr lustig. Bösemann, ich komme! Lieber Herr Bösemann, ich weiß nicht, wie lange meine Account... Ja, ich dachte halt, wer ist denn böse, wenn nicht ich, Digga? Digga, ich bin doch der Böseste, den es gibt! Ja, ich dachte halt... Ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Darum laufe ich von mir selber weg. Ah, der Name ist Zeus Brown. Ah, okay, der hat den Namen geändert. Zeus. Nicht getan, weil ich mich... Digga. Ja, bestimmt. In Deutschland lebt halt ein... Mois hat Deutschland verbraucht. Was hat er da auf? Er mag die Zahl 12 sehr. Und ich ekle mich an, in derselben Stadt zu leben wie so etwas. Guck mal die Definition meiner Brust, bitte. Deutschland hat neues Verbot. Anatoly, my brother. I never wanted to follow somebody, but you are me, I'm you, man, I love you, man. You somehow gave me power with your videos always and you don't know me and now you are in my fucking comments. Oh mein Gott, das ist der Fake-Account! Der ist auch noch voll der Keck, ja? Der ist immer in mein Live reingekommen damals. Das ist voll der Keck! Ich schwöre, das ist voll der Keck. Und der denkt einfach, das ist der. Der echte, der hat irgend so einen Account gekauft von 2,6 Millionen Abonnenten. Der echte hat irgendwas mit 30 Millionen Follower auf TikTok. Ah, wie der mich aufregt, ja? What the fuck is happening, man? Das ist fake. Ich schwöre, das ist fake. Ich schwöre, er ist ein Fake-Account. Und das sind auch nicht seine Videos. Wow. Wow. Ich, Zeus und Bösemann, stellt euch vor. Ah, Digga, der Typ... Der Echte spricht nicht mal Deutsch! Bruder. Ich glaube, das ist der Evil Arc. Wir brauchen die Bösen. Wir sind einfach die Bösen. Digga, wie sexuell erregend ist dieser Körper und dieses Tattoo hier, Digga. Ja, also es... Man muss damit leben, was man ist. Soll ich mich verstecken? Ich bin das halt, ja. Zeus Brown. Und es gibt genug Frauen da draußen, die sagen, wenn du mittendrin bist, die sagen, ah, lass dich doch. Die mögen sowas, ja. Die mögen sowas, ja. Bro, wovor soll ich denn aufpassen? Zeus Brown ist zu gefährlich, Mann! Ich bin schon gesperrt für eine Woche. Ich war 10 Minuten live. Und Silit, ich komme. Ich komme! Bruder, ich habe doch gestern ein Video veröffentlicht, Fadid verlinkt und gesagt, ich bin in Palermo. Ich habe sogar Hotel verlinkt. Komm, ich möchte Koitus haben mit Fadid, weil er steht auf Männer. Ich glaube, er steht auf mich. What the fuck? What the fuck, Digga? What the fuck is going on? Na, das fängt an, richtig weird zu werden. Hingefahren. Fadid, komm. Komm, Fadid. Ey, komm, Yo! Bruder, ich hab noch jetzt Mois, geht's aber lange nicht mehr gut. Yo, Mois, entspann dich, ne? Entspann dich, Digi. What the fuck? Also mit Hass, weißt du, kommt man nicht weiter. Ich möchte am Ende des Tages nur Liebe und Sex ist auch Liebe.
Ich würde sehr gern mit Farid. Alter, was der war. Ey, der ist krank, ne? Walla, der ist krank. Wie hast du das nicht mitbekommen? Ich und Farid sind jetzt zusammen. Er postet jeden Tag über mich und ich werde ihn ab heute diesen Fame geben. Ich verlinke ihn unter jedem Beitrag, wo es über ihn geht. Farid, ich will mit dir unbedingt. Ey, yo, das ist krank, Alter. Yo, das ist krank. Bah, Digga. Tu. Digga. Ey, Junge. Wenn man denkt, es geht nicht dreckiger, dann wird es halt einfach noch dreckiger und ekelhafter, ne? Man muss halt auch schon sagen, also es ist auch schon so ein bisschen unangenehm, sich das reinzuziehen, aber naja. Wir müssen durch, meine Freunde, wir müssen durch. Wir. Ich möchte, dass das Bank in seinem Namen endlich einen Sinn ergibt. Ich möchte diesen endlich Liebe geben. Ride my pony. Farida, Farida. Wenn du unbekannt bist, wieso kenn ich deinen Namen? Farida, Farida. Wenn du unbekannt bist, wieso kenn ich deinen Namen? Farida. Wow. Aber ich bin zu alt für ihn, glaube ich. Nicht, dass Salah eifersüchtig wird. Farida, Farida. Wenn du unbekannt bist, wieso kenn ich deinen Namen? Farida, Farida. Wenn du wunderschön bist, wieso kenn ich deinen Namen? Meine Prinzessin darf mit mir reden, wie sie will. Farida, Farida. Ey, was geht mit dem ab, ja? What the f... Ey. Ey, Digga, ich hab das noch nie bei Bob Musik so gesehen, dass er sich so verhalten hat. Real talk. Also die Seite, die er mir in letzter Zeit gezeigt hat, hätte ich niemals gedacht, dass es in dem drin ist. Ich schwöre es euch. Hätte ich niemals gedacht. Das ist ja maximal verwirrend, Digga, wie der drauf ist mittlerweile. Crazy, die. Das ist wie so, ey. Nee, wir haben. Wieso hast du jetzt Beef mit Farid? Beef. Ich habe nur keine Hose an, weil ich ihm gleich ein Foto schicken wollte. Wir lieben uns. Wir sind zusammen. Yeah, Junge. Nein, ich. Ist San Diego auch deine Prinzessin? Ich würde niemals fremd gehen. Ich bin ein Zwilling und Zwillinge sind Krieger. Sie sind Herkules. Sie, wenn sie eine Prinzessin haben, lieben sie nur sie. Harida, Harida. Nein. Farida, Farida. Wenn du unbekannt bist, wieso kenne ich deinen Namen? Farida, Farida. Wenn du unbekannt bist, wieso kenne ich deinen Namen? Farida, Farida, wenn du unbekannt bist, wieso kenn ich deinen Namen? Farida, Farida, wenn du wunderschön bist, dann nimm endlich meinen Samen. Bitte? Also, ich habe ja in einem Video gesagt, Anis war wie so ein Seestern, die lag immer im Bett und ich musste, Bruder, bin ich dein Sklave? Aber dann komm, ich bin Herkules. Aber Farida, glaube ich, ist krass, die war... Die ist aktiv, Digga. Der hat sogar einen Hut gekauft wie ich. Ich liebe sie. Farida, Farida, wenn du wunderschön bist. Also das Ding ist auf dein Insta wieder weg. Haben mir sehr viele Mädchen geschrieben und Nacktbilder geschickt und so. Und sie ist eifersüchtig. Farida ist eifersüchtig. Ich kann verstehen. Ich kann verstehen. Und deswegen hat sie das sperren lassen. Ich gehöre nur dir. Keine Sorge. Also das Ding ist auf in. Also ich hab Anis so. Was ist, wenn Farida die fremd geht? Weil sie nur meine Hu ist. Aber sie ist meine Prinzessin. Selbst wenn sie mir fremd geht, würde ich ihr verzeihen. Farida, Farida.
Also ich hab... Hey, Digga, wenn man eine Sache machen muss, man muss das wirklich so sagen. Dadurch, dass Mois halt einfach gar keinen Fick mehr gibt, im Grunde natürlich, dass er zu einem gewissen Grad mit den Sachen, die er zurzeit macht, sein Leben riskiert, weil das ist auch etwas, was, ja, die Leute, die Mois in dem befeuern, was er macht, ja, einfach komplett ignorieren. Vielleicht auch gar nicht, dass sie das gar nicht interessiert. Das kümmert sie auch gar nicht. Das mit den Sachen, die er macht, provoziert er Leute heraus, ne? Und bringt sich selber in eine Situation, dass, falls er denen irgendwann mal begegnet, er in keiner Art und Weise auf Gnade hoffen kann. Ne? Das muss einem klar sein. Solange das einem klar ist und man schreibt Mois in seine Kommentaren, hahaha, mach weiter, Bruder, haha, weiter so, geil, voll witzig, Mois, du zerstörst sie alle, Mois. Solange man weiß, was Mois eventuell irgendwann erwarten könnte, ist es ja okay. So. Aber wenn man das nicht weiß, dann sollte man sich schleunigst daran erinnern, dass dieser Mann wirklich zu einem gewissen Grad in sich in eine sehr, sehr, sehr gefährliche Position bringt. Farida, Farida, Oktopus, der. Nur der Ge ist vom anderen Ufer. I'm you in Europe. My bitch is Farida, Farida. Wenn du unterschön bist, wieso nimmst du nicht mein Saal? Wo ist Eckhard Schmidt Song? Hör auf, sowas zu schreiben. Hör auf, sowas zu schreiben. Er hat meine Prinzessin behandelt für 15 Euro und so. Was ist das? Wegen ihm hat sie bleibende Schäden bekommen. Und macht das alles, was sie macht. Hör auf. Alles, was ich mache, mache ich, damit sie vergisst, was passiert ist. Ich bin ein König. Und ich werde sie wie eine Königin behandeln, obwohl sie nur eine Prinzessin ist. Ich mache sie zur Königin. Ich lebe in einem Albtraum. Ich hab gehört, du wirst gegen Mois kämpfen. Statement zu Farid Bang, oh mein Gott. The number one, the UFC Prospect, the new Khabib Nurmagomedov. Der einzige, vor dem Conor McGregor jemals gezittert hat. Der John Jones dazu gebracht hat, dass er sich Shem gezogen hat, weil er so viel Schiss vor ihm hatte. Das ist der einzig wahre Magomed. Du schickst irgendwelche Leute wie du die. Hey! Hör auf, meine Prinzessin anzugreifen, Mann! Warte mal, die Ansage muss ich mal reinziehen. Der hat das gelöscht. Oh mein Gott. Der Number One Prospect, Magomed. Mann! Ich weiß, dass meine Königin Ehre und Stolz hat und vielleicht wird sie sogar annehmen. Falls sie annimmt und dich demoliert im Ring und ich in den Ring kommen sollte, werde ich ihr nur sehr viel Liebe schenken und wir werden höchstens auf OnlyFans vielleicht. Also ich habe nicht die Nummer von meiner Prinzessin, aber ich hoffe, sie bald zu bekommen. Prinzessin, ich habe nur für dich trainiert, damit das alles so volle Qualität ohne Fett ist, so, weißt du, so. Auf jeden Fall habe ich am Sonntag Tattoo-Termin, ich kann es kaum erwarten für diesen Arm. Alter, was? Schon wieder eins, Junge, der ist krank, Alter. Entschieden. Das ist aber auch ein geiles Tattoo, bin ich ehrlich. Das ist ein Tev. Das ist wahrscheinlich, wenn er das so hinkriegt, wenn er der Tätowierer das so hinkriegt, dann ist es wahrscheinlich sein Bestes bis jetzt. Aber Digga, diese Defi und so, das, man sieht das dann nicht mehr so krass, ne? Prinzessin, wie findest du das? Wie wird dein König aussehen? Sag Bescheid. Sag ihr bitte, ich danke von ganzem Herzen und dass es mich sehr glücklich macht und dass in diesem Herzen nur mein Dragon Ball ist. Und hier meine Dragon Balls sind nur für sie. Farida, Farida.
Was meinst du damit? Sie hat doch schon gegen mich. Was machst du, wegen Falk gegen dich gewinnt? Hat sie euch das jetzt erzählt oder wie? Wieso hast du es ihnen erzählt? Ich wollte, dass es ein Geheimnis bleibt, Mann! Wir nennen sie Sülfikay oder so. Oder Süleyman. Wie gesagt, Farida ist sehr eifersüchtig. Auch mein Livestream wurde von ihr gesperrt. Grüß sie bitte zurück. Sag ihr, dass ich sie liebe. Also ich habe mich gestern sehr gefreut, weil sie hat gesagt, dass sie auch da ist, wo ich bin, in Palermo. Aber ich habe dann in ChatGPT eingegeben, wo sie ist, und sie ist einfach in Alicante. Und ich finde das voll süß, dass sie so schüchtern ist und dass sie die Stadt ausgewählt hat mit Ali, weil ich Alim heiße. Und das beweist einfach, wie sehr sie mich liebt. Und wieder Druck, ich spüre wieder Druck. Nicht mal auf 1, auf die höchste Stufe. Da, wo ihr König die höchste Stufe besitzt, hier. Wenn sie dann da hinten lasst, dann lasst das in Fuß auf die Schuhe. Also, da sie meine Königin ist. Ist Farid Bang dein Vater? Sie sich bezeichnet, wie sie will, wenn sie auf sowas steht. Uff. Ich bin nur das hier, was hier liegt für sie. Und immer bereit für sie. Ich bin ehrlich, ich kann nicht viel sagen bei diesem ganzen Gestöhne und diesem ganzen Gesülze, ne, und diesen ganzen homoerotischen Vorstellungen, die er von sich gibt. Ist seine Art und Weise, sich mit Farid zu bekriegen. So, ich weiß, dass Farid natürlich ein sehr, sehr ekelhafter Beefpartner ist. Und da musst du natürlich auch sehr, sehr kreativ werden, um am Ende des Tages mithalten zu können. Aber, seid mir nicht böse, aber ich werde mich nicht in dieses homoerotische Gesülze... involvieren. Junge! Luli! Hadid N! Farida, Farida, wenn du unbekannt bist, wieso kenne ich deinen Namen? Lass uns einfach wie beide ein Dreier starten. Oder musst du erst dein Vater Salah fragen? Farida, Farida. Farida, Farida, wenn du unbekannt bist. What the fuck? Wer hat das gemacht, Digga? Ist das mit AI gewesen oder was? Also, das alles hat begonnen mit Man in the Mirror. Die haben alle verstanden, wie krass der Song ist, und seitdem kriege ich diese ganze Liebe. Und ich glaube, der Lieblingssong von Farida, Farida, ist Man in the Mirror. Ich habe ihn eingereicht. Ich denke die ganze Zeit daran, was ich mache. Als erstes werde ich dann so also. Wow, ich denke die ganze meine Hayatis, meine Azizams, meine Prinzessin Farida ist sehr traurig und sehr eifersüchtig, weil sehr viele von euch mich auch schön finden und mit mir heiraten wollen und so. Bitte folgt meinem echten Backup-Account, denn hier, okay? Den Account gebe ich 3 Tage, weil der hat viel zu viele Verstoße, und die Videos, die er jetzt auch hochgeladen hat, da sind auch welche dabei, die werden wahrscheinlich auch von TikTok gesperrt und dann ist er raus. Also da muss er halt sich einfach nicht wundern, und da ist auch gar kein anderer schuld, außer er selbst. Real Talk. Zeus D. Brown. Bitte folgt ihm, weil ich habe hier 50 Verstöße. Bitte folgt diesen Account, ich liebe euch. Meine Hayat. So, das war sozusagen... der Gegenschlag von Mois. Mois Leben in Trümmern. Farid Bang analysiert im Call mit Roos den Abschutz von Mois. Schauen wir rein. Hey, Roos, was geht, Bruder? Hello, my friend. Are you good? How are you? I'm good. I'm chilling in my 40-Euro room. Yeah. Hostel. Kennst du diese so Camper, wenn die so Reise machen? So ein Student, der will so Weltreise gehen. Ja, so Motel in den USA, so an Straßenrand. Ja, so eine geile, weißt du, wenn du so 19 wärst, so, ne, und du hast gerade dein Abi gemacht, und dann gehst du so auf Weltreise. Ja, so. So ist er unterwegs. So. Ja, aber du hast ihn gut getroffen. Eine Story von dir, er hat wirklich, er hört gar nicht mehr aus. 45 Minuten Koffer einpacken, auspacken. Ich hab das. Der ist einfach geistesgestört. Den kann man leider nicht mehr helfen. Das ist leider das Traurige.
bei dem Jungen. Oder was heißt das Traurige? Der ist ein Internet-Rambo. Wie immer. Wie immer. Der ist am Ende, der Arme. Was willst du denn machen? Guck mal, du musst auch so dich mal in seine Lage versetzen. Ne? Der hat keine Kohle. Der hat Steuerprobleme. Der ist nur am Scammen. PayPal. Guck mal, stell dir mal vor, jetzt guck mal, jetzt geh mal, wir sind ja älter als der. Wir sind ja alte Opas. Ja. Stell dir jetzt mal vor, du bist 33 Jahre. Ich meine, das ist halt das Ding. Ne? Guck mal, das Ding ist ja das. Wenn man jetzt wirklich guckt, was Sache ist und einfach mal die Unterhaltung weglässt. Und ja, die Unterhaltung ist geisteskrank. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, ich war selten so unterhalten und so gespannt, was als nächstes passiert, wie jetzt in dieser ganzen Mäus-Saga. Okay, da bin ich ja mit euch, 100%. Aber wenn man sich anschaut, was hier wirklich passiert, dann ist es wirklich an sich was Trauriges. Ne? Ein Mann, der wirklich dem alles genommen wurde, ne? Oder dem, der sich alles selber genommen hat, zu einem gewissen Grad, sagen wir mal so 50-50, so, der teilweise einen Psychodreher gekriegt hat, dass er von seinen Nächsten nach und nach und nach verraten wurde, ne? Und der das Gefühl hat, dass er seiner eigenen Familie nicht mehr vertrauen kann. Ob das jetzt alles begründet ist oder nicht, das ist die andere Sache. Wir reden jetzt nur aus der Perspektive von Mois, wie Mois die Welt sieht. Er vertraut keinem mehr, ne? Seine eigenen Kinder beleidigt er, weil er glaubt, er kriegt sie nie wieder zurück. Er wird sie für eine lange Zeit nicht mehr sehen. So, er hat keine Unterkunft, keine richtige Unterkunft. Er hat kein warmes Zuhause, zu das er gehen kann. So, und ja, Mois wirkt vor der Kamera, als würde ihn das nicht jucken. Aber da wird auf jeden Fall eine ganz andere Seite von Mois existieren, hinter der Kamera. Oder wie alt ist er? 31 oder 33, sagen wir mal. 31, machen wir den sogar irgendwann fast sehen jetzt. Ich glaube, der ist 33. Du warst ein YouTube-Star. Ihr nehmt das jetzt auf, damit der Mois das auch in TikTok sieht, bitte. Ja, bin dabei. Stell dir vor, du bist 31, du warst ein YouTube-Star vor 6 Jahren. Das Geld verdient. Jeder wollte mit dir arbeiten. Jeder hat dich gefeiert. Du hast geheiratet. Du hast Kinder. Du bist deiner Religion nachgegangen. Du warst körperlich fit. Du hast Sport gemacht. Du warst beliebt. Du hast Geld gehabt. Du hast alle Türen. Digga, wie Farid so richtig den Finger in die Funde legt. Das Geist ist krank. Boah, monströs. Jeder guckt auf dich. 80.000 Zuschauer, wie du live. 80.000, überleg mal, hatte der live. Alle lieben dich. Du machst Musik, die ist jetzt nicht die beste, aber die Leute tolerieren das. Und sagen so, okay, der ist sonst ganz witzig, lass den Mucke machen, weißt du? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, das war deine Ausgangsposition. Und jetzt bist du ein Junkie. Und du gammelst bei kleinen Kindern, 18, 19 Jahre. Ey, please send me money, dass sie dir Geld schicken, dass du dir Hostelzimmer für 40 Euro leisten kannst. YouTube, keiner will dich sehen. Überall bist du gesperrt, blockiert. Keiner will das gucken. Musikalisch, jeder lacht dich aus. Du bist der schlechteste Rapper in Deutschland. Deine Frau ist durchgebrannt. Weg. Ist nicht mehr da. Deine Kinder kannst du nicht mehr sehen. Finanzamt, Schulden. Das heißt, bis du jemals wieder auf die Beine kommst, musst du ja das beim Finanzamt wieder begleichen. Das heißt, keine Chance. Psychisch, labil, die Psyche springt nicht mehr mit. Alles ist gefickt. Das ist das Schöne daran. Das ist der innere Mord. Das heißt, du stirbst. Das einzige. Der innere Mord ist geisteskrank, Digga. Aber hier ist das Ding, ne? Auch wenn natürlich Farid im Beef zurzeit mit Mois ist und natürlich kein gutes Wort über Mois lassen wird. Aber jetzt faktisch gesehen, rein faktisch gesehen, ist es das, was er sagt, hier eine Lüge? Ist es das, was er hier sagt, ist es eine Übertreibung? Nicht wirklich, weil alles, was er sagt hier, gerade in diesem Beispiel, trifft ja auf die Situation von Mois zu. Dass wir sagen, ey, vor Jahren war er die Nummer 1 Stelle. Wenn es um YouTube gegangen ist. Leute sind auf ihn zugegangen, nicht er auf sie, ne, Inscope und wie die ganze Sippschaft heißt. Die wollten mit dem was zu tun haben. Auch die Szene hat sich ihm extrem angebiedert.
Das ist ja am Ende des Tages, das ist ja Promois-Talk, ne, indem man sagt, der Typ hatte alles in der Hand. Und das ist ja auch so, ne? Zu einem gewissen Grad hatte der selbst Deutschrap in der Hand. Damals bei Nice or Scheiß, jeder wollte da rein, jeder wollte, dass sein Song da abgespielt wird. So. Aber das ist auch das, wo man am Ende so ein bisschen die Kehrseite der Medaille sieht. Alles in der Hand zu haben, ne? Die Kontrolle zu haben, die Person zu sein, in dem die Person zu sein, wo andere Personen drauf gucken. Das braucht insane Disziplin, Konzentration und eine gewisse Fuchsigkeit, okay? Damit man in dieser Position bleibt. So eine Art Bushido-Arafat-Fuchsigkeit, könnte man fast schon sagen. So eine Art Kollege Farid Bang-Fuchsigkeit. Dass man ganz genau weiß, wer sind deine Feinde und wer sind deine Freunde. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Und Mois war ja in diesem Inbegriff, nicht musikalisch gesehen, mit Musik, ne, ist ja ganz, ganz, ganz weit unten, aber was Irrelevanz und was Power in dem Hip-Hop-Game angeht, dieses Level dann zu erreichen. Weil was gibt es Größeres, als 130.000 Zuschauer auf Nice or Scheiß zu haben und du kannst darüber entscheiden, ob ein Song gut ist oder nicht, Reichweite oder nicht. So, das ist, mehr Power geht ja gar nicht in diesem ganzen Game. So, aber er war nicht fuchsig genug, er war nicht diszipliniert genug, er hatte die falschen Leute um sich herum und das Kartenhaus ist gefallen. Und wie es gefallen ist. So, Ass, ist nur dein Handy, du nimmst das in die Hand. Und du kannst alles sagen. Ich gehe den, ich kann das, ich kann. Guck mal, was willst du machen? Ich sag jetzt Ruth. Ich gehe dich, ich mach das. Du kannst ja nichts machen. Ich bin ja am Handy. Ich kann ja alles sagen dabei. Und du, nicht nur ich, du kannst ja auch jetzt alles sagen. Verstehst du? Ja, vor allem so diese Ausland-Moves. Da gibt es ja einige, die das machen, die einfach im Ausland sein und. Ja, aber deswegen. Wann bringt jetzt, das auch? Jetzt haben wir ihn beschrieben. Ja. Jetzt guck mal bei mir. Geh zurück. Willen, Geld, Richard Mille, Erfolg mit Musik, Signing, Bobby Van Damme, der ist erfolgreich. Alles in meinem Leben läuft super. Keine Drogenprobleme, keine Alkoholprobleme. Ich bin ein alter Opa. Ich sehe noch top aus. Die Frauen lieben mich. Erfolg auf Tour, ausverkauft. Alles das normal, dass der mich hasst. Aber du sagst normal, dass er mich hasst, aber warum eigentlich? Außer, ich meine, er hat letztens irgendwie erzählt, der hätte dich mal gefragt, wie du seine Musik findest. Man kann natürlich sagen, dass wenn, ich meine, guck mal, Farid ist schon zu einem gewissen Grad das, was man anvisieren sollte, dass man sich in die Richtung entwickelt, dass man sagt, was Finanzielle angeht, hat der Typ sich immer unter Kontrolle. So, hat nie finanzielle Risiken genommen, ne, ist immer da geblieben, wo er gut ist, ne, ist nie so ausgebrochen und dann langsam hat er so seine Business aufgebaut. Das ist halt, das hätte auch Mois sein können in ein paar Jahren. Komplett finanziell abgesichert, sportlich, gesund, Familienleben. So. Warum? Das sind aber Sachen, die brauchen Disziplin, die brauchen Geduld, die brauchen Sabr und die brauchen auch ein bisschen weniger Ego haben und teilweise nicht denken, du kannst innerhalb von ein paar Tagen performen, innerhalb von 2-3 Jahren die ganze Welt übernehmen. So, das ist halt das, was man bei Mois immer das Gefühl hatte, ist, egal was er in Hand nehmen möchte oder angreifen möchte, er will, dass immer ihm alles gehört. Es muss ihm alles gehören. Er muss immer der Wichtigste von allen sein, der die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Und ich erinnere mich noch, das hast du mir auch mal gesagt, dass du dem gesagt hast, hör mal, das ist Schwachsinn, mach doch deine Videos weiter, damit hast du da Erfolg. Und so, ne? Glaubst du immer noch, deswegen sitzt der Stachel so tief? Ich erzähl dir jetzt was. Guck mal, für alle Leute, die gescheitert sind in ihrem Leben, hast du schon mal einen gehört, der gesagt hat, ja, ich hab verkackt, ich bin selber schuld, ich hab das damals also falsch. Kaum. Jeder, der versagt, der sucht immer einen Schuldigen. Ja. Alle Versager auf der Welt suchen einen Schuldigen. Ne, das ist immer so. Jeder sucht einen Schuldigen. Immer. Das ist deep, aber so fucking wahr. Ne? Es gibt nicht in dieser Welt, gerade als Mann, denke ich, ist es das. Hast du auch diese nötige Fähigkeit gekriegt, dass du rein auch vom Emotionalen her in der Lage sein solltest, zu realisieren, dass du entscheidest, ob du ein Leben hast voller Glück, Erfolg und Co. oder voller Traurigkeit, Verzweifeltheit und Problematik. So.
Und ein harter Mann, der viel erlebt hat, der es aber an die Spitze gebracht hat. Guess what? Der hat oftmals versagt. Aber das ist der Unterschied zwischen Leuten, die versagen und runterfallen. Und versagen und aufsteigen sind die, die realisieren, dass es an sie selber gelegen hat. Warum ist das passiert? Wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich aus meinen Fehlern lernen? Und dann gehen sie eine Etappe höher. Und eine Etappe höher. Und eine Etappe höher. Wenn der versagt hat, sucht er einen Schuldigen. Und wenn er erfolgreich ist, war es nur er alleine. Da hat keiner zu beigetragen. Aber wenn er versagt, waren es alle andere. Aber wo der erfolgreich war, hatten die anderen nichts damit zu tun. Naja, sondern nur er. Ich habe es alleine geschafft. Ich habe den immer gesagt, seine Musik ist nichts. Ich habe den gesagt, lass es sein. Aber mit einem netten, höflichen Ton. Der labert die ganze Zeit Scheiße. Ich habe heute einen TikTok-Clip gesehen, da sagt er, der hatte mich, ich weiß, habt ihr das gesehen? Mhm. Der sagt, der hat mich in einem Café gesehen und dann hat er mir, da habe ich schon gesagt, oh, tut mir leid, ich mache nur Spaß oder was weiß ich. Komm, ich erzähl dir mal eine Geschichte. Meine letzte Begegnung mit ihm, ich erzähl dir die. Und ich schwöre bei Gott, das ist wirklich wahr. Da ist nichts erfunden oder gelogen und ihr könnt alle Beteiligten da fragen. Irgendwann in Ramadan, es war so 1 Uhr morgens, dann saß ich in Dönerladen in Düsseldorf alleine. In, wie heißt der, dieser Haus des Döners? Ja. Berliner Allee. Dann sitze ich da. Dann kommt er, San Diego, Juri und noch 1 oder 2 Freunde rein. Ne? Die kommen da rein, die begrüßen mich alle ganz nett. Ne? Er auch ganz nett. Dann sagt er zu mir, ey, du hast mal bei Twitch gesagt, deine Videos sind gestellt oder irgend so ein Scheiß. Ne? Ah, sagt er, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Seine Fake-Videos und so. Genau. Ich, dann sage ich zu ihm, sympathisch, der hat das auch nicht so... Böse, der meinte, ja, meine Videos sind nicht gestellt. Habe ich gesagt, ach komm, hör auf, deine Videos sind doch gestellt. Also nett, ich war Guter Wort. Daraufhin, warte, das ist die Szene. Der sagt, er hat das zu mir gesagt und ich hätte Schwanz eingezogen und habe mich so gesagt, ey, das ist nur Spaß. Das war meine Reaktion und alle, die ich eben genannt habe, die könnt ihr ja fragen oder die können das auch gerne dazu sagen. Daraufhin hat er gesagt, nee, meine Videos sind nicht gestellt und ist so pumpig. Ich war am Sitzen, der stand so und ist so pumpig und so ein 2 Zentimeter so in meine Richtung gegangen. Dann bin ich aufgestanden, bin ich zu dem Kopf an Kopf gegangen und ich schwöre es dir bei Gott, noch nie hat ein Mensch so oft zu mir Abi gesagt wie der dann. Habe ich zu dem gesagt, ja, deine Videos sind gestellt. Habe mich vor den aufgebaut, habe ich gesagt, ja, deine Videos sind gestellt. Und jetzt? Weil das, der war so ein bisschen pumpig und ich habe das schon... gewusst, dass er so harte Komplexe hat. Ich schwöre es dir bei Gott, der hat, ich weiß nicht, wie oft er zu mir Abi gesagt hat. Hat gesagt, Abi, Abi, ich weiß doch, du bist ein Mann, du bist stabil. Bruder, wir sind alle Brüder. Abi, Abi, bitte nicht dissen, Abi. Guck mal, ich sag immer so, ich bin fair, ne? Wer zu viel bellt im Internet, und das ist eine Erfahrung, die habe ich selber gemacht, wer zu viel bellt im Internet, im Real Life ist nicht viel dahinter. Das sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Das ist die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe von Leuten, die im Internet sehr viel plapp, plapp, plapp gemacht haben. Und in Real Life, weil guck mal, Real Life ist anders, ne? Real Life ist anders. Real Life, du kannst jemanden im Internet sehen und denkst dir so, der ist voll freundlich. Und du denkst, du kannst im Real Life dann Faxen machen und der steht dann vor dir und du siehst, der ist ein bisschen anders. Der hat einen anderen Blick, der ist ein bisschen... So, versteht ihr, was ich meine? Denk nicht, dass nur weil jemand freundlich im Internet ist, in Real Life du mit dem irgendwelche Faxen machen kannst. Es gibt Menschen, die sind Real Life richtige Psychopathen. Versteht ihr, was ich meine? So, aber das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist der, der im Internet zu viel bellt, der ist im Real Life gar nichts. So, Real Talk. Mach nur Spaß, ist doch alles gut. Hat mir die Hand gegeben. Deswegen will ich sagen, diese Internetgeschichten, die legen sich das immer so aus. Ah, der hat Angst, der sagt, ja, der will kämpfen, der will gegen mich kämpfen. Wenn einer kämpfen möchte, habe ich schon 1 Million Mal gesagt, die können mich gerne persönlich kontaktieren, da können wir uns gerne treffen. Ich gebe denen ein Schreiben vom Anwalt, dass das keine Körperverletzung ist. Der unterschreibt mir das und ich schwöre dir bei Gott, der kann jederzeit mit mir kämpfen. Ich lade den bei mir zu Hause ein.
Verstehst du? Nur, dass der mich danach nicht anzeigen kann oder sonst irgendwas. Aber diese Leute, die wollen nicht kämpfen. Die wollen nur Show machen und irgendwelche Dinge. Und wenn die kämpfen wollen, dann wollen die Geld verdienen. Aber ich werde nicht diesen Sozialschmarotzer noch dabei unterstützen, dass die Geld verdienen sollen. Die Hurensöhne sind am Boden, der ist am Boden und da soll der bleiben. Ein Hund muss immer mit dem Gesicht am Boden sein. Das ist das Wichtigste und er ist ein Hund. Hast du schon mal gesehen, ein Hund, der auf Augenhöhe ist mit einem Mensch? Nein, ein Hund muss immer mit dem Gesicht am Boden bleiben. Seine Steuerschulden, kein Geld, seine Frau ist weg. Der Hund soll genau so bleiben. Genau so will ich den sehen. Und nicht nur ich unterstütze den, ich kämpfe, ich promote, ich mache, der verdient noch Geld durch mich. Die Leute beleidigen mich, dann soll ich denen noch Türen öffnen, das Ding. Ich habe es nie verstanden, dass man tatsächlich denkt, dass wenn man selber jemand ist, der jemand anderen angreift, versucht in Real Life seine Karriere zu zerstören und ihn auch versucht auf Lebenszeit zu diffamieren, dass diese Person sich noch darauf einlässt, in den Ring zu steigen, um am Ende Geld zu verdienen. Weil würde man wirklich in den Ring steigen wollen ohne das Geld? Nein, keiner würde das machen. Ne? Würde man das machen ohne Reichweite? Nein, keiner würde das machen. Keiner hätte mehr Bock zu kämpfen. Es ist immer diese Anekdote Geld, die viele vergessen, die auf alles meistens basiert. Ist eigentlich der größte Bewegungsgrund in diesem ganzen Zirkus, wenn man darüber nachdenkt. So. Und ja, deswegen da bin ich ehrlich, da verstehe ich auch, warum Farid sozusagen nie sich auf solche Sachen eingelassen hat. Weil wenn ich er wäre, würde ich auch nicht mit diesen Leuten in den Ring gehen. Wozu? Ich habe so viel mehr zu verlieren als die. Deswegen, also wie gesagt, falls er das möchte, schreib mir privat, kontaktiere jemanden, den wir kennen oder irgendwas, komm vorbei. Ich schwöre es dir auf alles, ich haue den sein Kiefer dumm und dämlich. Ich werde mir das wünschen, dass einer zu mir kommen würde, dass ich das an ja, aber die Sache, ja, ich meine, du hast mal selber gesagt, Dissen ist deine Vermögensstrategie. Es gibt ja keinen in Deutschland, der dieses Game besser versteht als du. Deswegen, also, die wollen weder kämpfen noch irgendwas. Das geht nur um Cloud, es geht nur um Fame, genau, es geht um Geld. Und ich möchte ihn nur erniedrigen. Ja, ja. Ich habe keine andere Intention. Ich will kein Geld durch ihn verdienen, ich will nichts. Ich will einfach sadistisch ihn einfach erniedrigen. Das ist das Einzige, was ich möchte, ist diesen Jungen zu erniedrigen, soweit ich kann. Ich meine, es ist schwer, ihn jetzt noch weiter runterzubringen, weil der ist schon, wenn du einen Kugelschreiber auf den Boden schmeißt, da kann der Kugelschreiber nicht weiter fallen. Verstehst du, der ist am Boden angekommen, der kann nicht tiefer, aber ich werde es versuchen. Vielleicht kann man ja noch ein Loch in den Boden irgendwie rammen, dass der Kuli noch ein bisschen tiefer fällt. Und das ist meine Absicht. Ich habe keine andere Absicht. Ich möchte ihn nur erniedrigen, beleidigen und mich an ihn auslassen. Das heißt, wenn ich einen Tag schlechte Laune habe oder, keine Ahnung, mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann möchte ich einfach den Ausgleich bei ihm finden, indem ich ihn beleidige, indem ich ihm alles sage, was ich möchte. Das ist für mich, was mir Spaß macht, dass ich zu ihm alles sage, worauf ich Lust und Laune habe. Und er kann nichts machen. Na klar, der kann in sein Handy. Das kann jeder. Das ist keine Kunst. Jeder, der im Chat ist, der kann jetzt in sein Handy gehen und sagen, ja, Farid, ich f*** dich und bla bla. Was soll der für Konsequenzen tragen? Anzeigen werde ich die Leute nicht. Ich werde jetzt auch nicht kreuz und quer rumlaufen oder irgendwo hinfahren, die Leute zu schlagen. Nachher zeigen die mich an, bin ich der Verlierer. Denn wenn ich eine Strafe zahle, wird die auch an meinem Tagessatz gemessen. Ja, und du hast wesentlich mehr zu verlieren als der. Das ist ein gutes Argument. Wenn jetzt ein Hartz-IV-Empfänger der Tagessatz ist, bei denen wahrscheinlich 5 Euro, 6 Euro, 10 Euro, bei mir ist das deutlich mehr. Deswegen möchte ich diese Leute nicht gewinnen lassen. Und klar, es gibt ein paar Kinder, die sagen, ja, oh, du hast Angst und so. Das ist okay, da stehe ich drüber. Für mich geht es... Nein, also bei Boxkampf, ey, da bin ich voll bei ihm. Weil Boxkampf, sage ich ehrlich, das muss wirklich mit etwas sein, wo man selber auch gewinnen kann, wo man selber was davon hat. So, wo man selber das Gefühl hat, ey, wenn ich den Kampf gewinne, dann habe ich auch was davon, da geht auch meine Karriere ein bisschen steiler. So, und in beiden Szenarien gibt es halt für Farid einfach nicht viel zu gewinnen, muss man ehrlicherweise so sagen. Und es gibt für Mois und Bösemann sehr viel zu gewinnen in einem Kampf von Farid, sei es Reichweite, Publicity, Geld, neue Opportunities, Geld zu machen,
Das zu 100%. So, wenn wir vom Mois vor 6 Jahren reden, dann könnten wir sagen, würde der Kampf schon ein bisschen mehr Sinn machen, dass man sagt, ey, auch ein Mois hätte dann zu dem Zeitpunkt extrem zu verlieren, weil er sich damals natürlich so dieses Tschetschener-unbesiegbares Image aufgebaut hatte. So, aber davor, damals wollte Mois auch nichts von Kampf, Kämpfen oder Boxen oder sonst was wissen, ne, da wollte er auch nichts mit zu tun haben, weil jeder Mensch, der viel zu verlieren hat, der überlegt sich das dreimal, ob man in den Ring steigt. Das ist einfach so. Darum, ihn zu demütigen und wirklich herablassend über ihn zu sprechen, wie jetzt gerade, ihn zu beleidigen und mich einfach an ihn auszulassen, der ist für mich wie eine Toilette. Ich gehe da rein, ich vollziehe mein Geschäft, ich pisse, vielleicht pisse ich mal auf den Rand, vielleicht spiele ich ab, vielleicht nicht. Und dann stehe ich wieder auf und dann ist die Toilette, wie ich die da gelassen habe. Entweder spiele ich danach und gehe danach später wieder oder ich lasse die einfach so und dann rieche die einfach so. Weiter, verstehe ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, das war mein Wort dazu. Sag mal ganz kurz, wo du gerade dabei bist, dran bist, mal was ganz, ganz anderes. Hast du mitbekommen, dass so eine Promi-Dame, die ich nicht kenne, in irgendeinem Podcast erzählt hat, dass sie mit dir geamst hätte? Hast du das mitbekommen? Bruder, habe ich mitbekommen. Ich verabschiede mich. Meine Damen und Herren, das war das Video für heute. Vergiss nicht, mein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.